Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Füller-Review hier bei mir bei Big G's Tintenkiste. Und ja, bevor es gleich mit dem richtigen Füller losgeht, den ich euch heute zeigen möchte, möchte ich euch inklusive noch etwas anderes erzählen. Und zwar, ja, ich bin ja vergangen bei Papier und Stift gewesen mit der lieben Chrissy und dort habe ich mir, wie war es auch sonst zu erwarten, etwas mitgenommen. Ja, und es war einmal hier dieser Pineda Avatar, dann der Visconti Van Gogh und dann habe ich mir noch den ja, Leonardo Furore Galaxy oder Blue Galaxy mitgenommen. Ja, meine Kamerafrau, die Chrissy, die war auch mit dabei. Die hat sich auch etwas Wunderschönes mitgenommen gehabt. Und zwar diesen da hier, der Leonardo Momento Zero. Den zeige ich euch auch noch gleich. Bevor es aber richtig losgeht, möchte ich euch gerne noch etwas erzählen. Und zwar, ja, ihr wisst ja mittlerweile alle, ich habe da so meinen Nip-Specialist, ne, den Mislav Lukacevic. Und das Blöde war, als ich mir den Füller hier gekauft habe, die Feder schrieb sehr schlecht. Ja, also, ich muss sagen, die Italiener verstehen es sehr gute, sehr schöne Füller zu machen, vor allem. Aber mit der Federqualität hapert es manchmal so ein bisschen, ja. Also für mich nicht unbedingt ein Grund, den Füller nicht zu kaufen. Vor allem auch, weil ich ihn ja mit dem Tintenkistenrabatt auch noch ein bisschen günstiger bekommen habe. Habe ich gleich mitgenommen und diesen und noch ein paar andere Füller just nach Österreich geschickt zum lieben Mislav. Ja, also einmal hier der Leonardo Furore Blue Galaxy Blue, nee, Blue Galaxy. Meinen schönen vom Arnulf dem Bösen gespendeten Waldmann Tango. Ja, mit Sterling Silver, ja, Beschlägen oder Optik quasi. Und dann diesen coolen Bausatz vom lieben Christoph, der hat mir diesen Füller hier gemacht aus Wüsteneisenholz, ja. Mit einer richtig coolen, schönen Bockfeder. Ja, es war eine Mediumfeder, die hat mir zu trocken geschrieben, war noch ein bisschen kratzig. Der Mislav, der hat die verändert, der hat daran gearbeitet und hat daraus eine richtig schöne, saftige Bockfeder gemacht, ja. Und schreibt jetzt wunderbar, richtig, richtig geil. Ja, so und ja, der Tango, der hatte ja immer Aussetzer. Und jetzt mittlerweile hat er keine mehr. Und das hat der liebe Mister auch wunderbar hinbekommen. Und ich finde es unfassbar, was der Mislav drauf hat. Ja, ich habe ja schon mal so ein kleines Video von ihm gemacht und das hier, das war so mein Hauptsorgenkind, muss ich sagen, weil er schlecht geschliffen war und das hat der liebe Mislav geändert, ja. So, zeige ich euch gleich, wie der jetzt schreibt. Leonardo Furore Blue Galaxy. Ich war ja dort gewesen bei Anja Gebler im Laden und da habe ich diesen Füller mehrfacher Ausführung gesehen. In Orange, in Rot, in Braun hat sie, glaube ich, auch da gehabt, in diesem Schwarz-Grau. Richtig cool, muss ich sagen. Ein schöner Füller. Ja, fangen wir mal hier bei der Kappe an. Der hat diesen coolen Clip. Ja, also ist Geschmackssache, ist natürlich Geschmackssache. Nicht jeder mag sowas. Diesen klassisch aussehenden Clip hier, ne, mit dem Füller in Torpedoform. Oder ich glaube, man sagt dazu sogar Zigarettenform oder Zigarrenform. Dann Leonardo hat ja hier dieses Rädchen hier. Ja, was ich stylischer finde, als jetzt die teuren Pilot-Füller haben. Ne, dieser Billardkugel. Ja, den Füller, den gibt es in zwei Ausführungen. Einmal mit diesen Silberbeschlägen und dann einmal mit Goldbeschlägen. Da ist dann auch die Federeinheit
oder die Feder ja auch vergoldet. Und haben wir hier dieser wunderschöne Kunststoff. Ja, dieses Muster hier, ich versuche das mal zu zeigen. Ja, mit diesem schönen 3D-Effekt. Ja, nicht zu sehr. Ja, eher so akzentweise gemacht. Gefällt mir aber sehr gut. Ja, ist ein Füller zum Aufschrauben. Ja, die Kappe ist ab oder drauf in einer Umdrehung, in genau einer Umdrehung. Ja, ist so ein Standardmaß, muss ich sagen. Ja. Ansonsten aber die Sektion, muss ich sagen, also der Griff sieht ein bisschen unbequem aus. Aber ich muss sagen, wenn man den Füller in der Hand hat, fühlt es sich unheimlich bequem an. Richtig, richtig schön. Ja, hier ist eine Bockfeder drauf. Mit dem schönen Tintenleiter. Passt optisch auch zur Feder, finde ich. Es ist ein Füller mit Patrone, also beziehungsweise mit Konverter. Der Füller wird geliefert, auch mit einem Konverter, mit einem speziellen Konverter von Leonardo. Ja, und ja, das Besondere an diesem Füller ist, dass wir jetzt nicht nur auf diese Art und Weise ja quasi den Konverter befüllen können, sondern hahaha, hier diese blinde Kappe da hier, also das Blindkäppchen da, das kann man abschrauben. Ja, sieht aus wie ein Kolbenmechanismus, ist es aber nicht. Stattdessen verbirgt sich hier drunter quasi der Konverter, ja, mit dem man dann quasi einfacher, ja, wenn man sich jetzt die Finger nicht unbedingt so schmutzig machen möchte. Ja, das ist dann das Teil, das Endteil, was da hinten herausragt. Ja, finde ich auch ganz, ganz, ganz cool, muss ich sagen. Ich habe das jetzt noch nicht so wirklich benutzt, ja, aber ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Idee, dass man hier zwei Möglichkeiten hat, da dran zu kommen, ja. Also der Füller, der hat hier aufgedruckt Leonardo Officina Italiana Nummer 623. Ja, wird die Patentnummer sein, denke ich mal. Es könnte aber auch die Modellnummer sein. Die interne Modellnummer vielleicht. Nee, ich glaube, es ist eher so eine Art Patentnummer oder sowas. Irgend sowas. Ja, dann die Feder. Finde ich ja schön. Schönes Design. Und das muss ich ja echt sagen, ne? Die Italiener, wenn es ums Design geht, verstehen die Italiener wirklich eine ganze Menge. Ja, das hat man ja auch schon gesehen bei den Füllern von Visconti und Pineda. Richtig schöne Dinger, muss ich sagen. Ja, wie der jetzt schreibt, zeige ich euch mal jetzt. Und dann habe ich ja hier den Leonardo. Officina Italiana. Das Modell heißt Furore Blue Galaxy. Ja, mit einer Medium-Feder. Was ich cool finde, ist, dass die Feder so ein bisschen Bounce hat. Es ist eine Stahlfeder. Es ist keine Goldfeder. Ja, also sie lässt echt was an Linienvarianz zu. Ja, also man könnte damit quasi jetzt. So ein bisschen kalligrafiemäßig könnte man damit etwas anstellen. Ja, die Federn haben so ein bisschen Feedback, muss ich sagen. Ne? Feedback sage ich, weil es gibt Federn, die haben normales Feedback. Also man spürt die Feder einfach nur.
Den hört man aber auch. Ja. Das heißt, mir kommt es so vor, als ob der Sound sich von der Feder also in den Griff hinein gedrückt, quasi so überträgt und dann wie so eine Art, ich weiß nicht, Resonanz erzeugt. Also, kann man das hören? Das weiß ich gar nicht. Ne? Aber ich finde es eigentlich eine ganz gute Sache. Wenn man damit schreibt, mit so einem schönen, edlen Schreibgerät und dann kommt da was an Sound raus, ne? Ja, und man muss ein bisschen aufpassen. Ne? Also, was mir aufgefallen ist, als ich bei Anja Gebler war, als ich den Füller mitgenommen habe, die Feder, die schrieb kaum. Ja, also, der Miesdorf, der hat mir dann im Nachhinein gesagt, dass die Zinnen irgendwie schief wären, die wären schlecht also aufeinander abgerichtet gewesen und das konnte er aber auch beheben. Und das merke ich auch gleich auch im Tintenfluss, ja. Wenn ich mal hier so gucke, was da jetzt so an Tinte herauskommt, muss ich sagen, das ist ein gutes Mittelmaß, ja. Also, und da muss ich sagen, das mit völlig ohne Druck, ne? Also, selbst wenn ich hier absolut kein, ich bin jemand, der hat immer so einen gewissen Druck auf die Feder, ja, also beim Schreiben. Aber selbst wenn man hier absolut keinen Druck ausübt, bekommt man hier wirklich einen schönen Strich, ja, mit dem man hier echt schreiben kann. Wunderbar. Schön zart, muss ich sagen. Ich persönlich, ich musste jetzt die Feder nochmal so ein bisschen bearbeiten, als sie wieder da war. Der Mies darf hat ausgeführt, wofür ich ihn aufgetragen habe. Oder was ich ihm aufgetragen habe, nämlich, dass er die Feder saftig macht, damit ich damit vernünftig schreiben kann. Und das hat er auch gemacht. Und als dann die Feder bei mir war, bin ich noch ein paar Mal mit Micromesh drüber gegangen. Und siehe da, die Feder schreibt exakt so, wie ich sie haben will. Und jetzt muss ich sagen, es ist ein richtig schöner, richtig toller Füller. Also ein Füller, der mir wirklich gut gefällt, der auch durchaus das Zeug haben könnte, so in meine Top-10-Liste zu kommen, was echt schlecht ist eigentlich, weil meine Top-10-Liste, die wird immer voller, habe ich das Gefühl. Es ist, ja, aber egal. Und um euch mal so ein paar Füller zu zeigen, so im Vergleich, ja, da fange ich mal hier mit dem Leonardo Furore Blue Galaxy an. Bleiben wir mal in Bella Italia. Und ich mag jetzt eine Visconti Homo sapiens. Und eine Visconti Van Gogh. Und eine Pinai del Avatar. Und zu guter Letzt mag ich die andere Leonardo, zugeschickt von meiner liebenswerten ja, Kamerafrau Chrissy, die mit mir dort gewesen ist bei Anja Gebler. Also ihr Füller, den hat sie mir jetzt quasi per Post zugeschickt, damit ich ihn euch zeigen kann. Auch ein schöner Stift, ja. Und dann mache ich mal weiter mit einem Pelikan M1000, dem Lamy Allstar, Twisby Eco, wo sind wir jetzt hin? Da ist er. Pelikan M400. So, und jetzt so im Standardgrößenvergleich zu bleiben. Ja, den mache ich jetzt wieder nach oben. Der Federvergleich.
Furore. Lamy All-Star. Twisby Eco. Pelikan M400. Ja, normal würde ich jetzt noch den Caveco AC Sport mit dazu machen, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt notwendig. Ja, und nicht mehr so schnell tintige Finger. Sehr schön. Ja, also die Tinte, meine lieben Freunde, die Tinte kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich habe dem lieben Mislav den Füller vollgetankt mit Dye Mine A Night in Jodhpur. Aber wie das halt ist beim lieben Mislav, wenn der die Füller repariert, er macht sehr viele Schreibproben damit. Ja, muss er ja auch. Und dann geht natürlich auch die Tinte schnell leer. Der Mislav verwendet Standardtinten. Also hier ist nichts Teures, nichts Besonderes, aber nützlich, weil es hilft ihm, seine Arbeit vernünftig zu machen. Und da hat er mir jetzt gesagt, das ist so ein günstiges No-Name-Produkt, was er in 1 Liter Flaschen oder was, also auf jeden Fall in größeren Mengen kauft, ja. Ist vom Farbton her, muss ich sagen, gefällt mir ganz gut. Ich habe ihm gesagt, er möchte mir doch bitte mal zeigen, wie diese Flasche so aussieht. Vielleicht kann ich mal gucken, vielleicht gibt es hier auch oder so. Aber wenn nicht, ja. Schöner Stift, wunderbar. Also, ja, lieber Mislav, vielen herzlichen Dank, dass du mir den wirklich mit deinen wunderbaren Skills bearbeitet hast und so schön smooth und nass gemacht hast oder flüssig schreibend gemacht hast, dass ich jetzt wirklich sagen kann, das ist ein richtig schöner, ein richtig geiler Füller. Ja, so, und ansonsten ja, bin ich auch schon wieder am Ende für heute. Ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Habt ihr Fragen, Leute, dann fragt bitte sehr, sehr gerne. Ansonsten schaut auch mal in die Beschreibung. Wer den Mislav noch nicht kennt, der ist mittlerweile auch in der Füllerbubble vom Inquity drinne. Er hat auch seinen eigenen Instagram-Account. Ja, ich gucke mal, was ich alles in die Beschreibung reinpacken kann. Schaut euch den Knaben mal an, was der drauf hat. Der hat auch seinen eigenen YouTube-Kanal, wo er auch schon einiges an Videos hochgeladen hat. Schaut euch das an, denn seine Arbeit ist phänomenal. Wirklich richtig geil und auch nicht wirklich teuer, muss ich sagen, für das, was er da leistet. Und jeder Cent verdient. Toller Typ, richtig netter Typ, vor allem sehr sympathisch. Kann ich absolut nur weiterempfehlen. Er hat eine sehr, sehr gute Kundenresonanz. Sehr viele zufriedene Kunden bis jetzt hat er gehabt und ich darunter sowieso. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das mit dem Herrn entwickelt, ne? Okay, Freunde, dann bis zum nächsten Video. Bis bald und ciao.